Grüß euch, liebe Zuschauer, hier auf DCTV. Wir haben wieder ein neues Selbermachen-Video. Heute geht es um Shampoo selber machen. Und da haben wir schon, meine Süße und ich, wirklich auch einen Erfahrungswert, weil wir das seit über einem halben Jahr schon selber verwenden, dieses selbstgemachte Shampoo. Und wir wirklich sehr zufrieden sind, muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt kein Wundermittel und wir verkaufen hier nicht irgendwelche neuen erfundenen Geschichten, dass es irgendwie wir jetzt das Haarwuchsmittel haben. Aber es geht darum, ihr kennt vielleicht diese teuren Shampoos, nenne jetzt keine Markennamen, die durchaus wirken, bei mir zumindest. Ja? Also Stichwort ist da Koffein und Panthenol. Das sind die beiden wirksamsten und wichtigsten Wirkstoffe in diesen Shampoos. Und das kann man eben auch selber machen. Und das hat, man hat den gleichen Effekt mindestens, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen, fühlt sich noch ein bisschen besser an die Haare. Wir fangen mal an, was ist da drin? Da ist also, elementare Wirkstoffe sind Seife natürlich zur Reinigung, ja, braucht man. Dann Koffein, stimuliert die Haarwurzel, unterstützt und regt Haarwachstum an. 2% Anteil an dem Shampoo von Koffein. Ich zeige euch nachher noch, das kann man sich im Internet oder auch in gut sortierten Reformhäusern, nehme ich mal an, oder was, besorgen. Panthenol dringt über Haarwurzel in den Haarschaft ein, verbessert so den Feuchtigkeitsgehalt der Haare, kräftigt damit die Haare und verleiht Glanz und Geschmeidigkeit und Fülle. Das kann ich wirklich bestätigen, meine Süße auch. Dann nimmt man so 2-5% Anteil. Und wir machen dann noch ein selbstgemachtes Hydrolat hinzu, Lindenblüten in dem Fall. Ich verweise auf das Video, wie man ein Hydrolat herstellt. Das haben wir auch schon gezeigt in einem Video. Da habt ihr in der Beschreibung den Verweis und hier oben werde ich es auch einfügen. Und zwar das Lindenblütenhydrolat. Das ist einfach ein Wasserauszug aus Lindenblüten, der Wirkstoff im Wasser gelöst. Der beruhigt die Kopfhaut. Sehr gut für irritierte oder Kopfhautirritationen, ist gegen Schuppen wirksam und beugt auch einer Austrocknung vor. Man kann auch ein anderes Hydrolat nehmen, da komme ich aber später noch drauf. Wir machen es jetzt erstmal mit Lindenblütenhydrolat und den genannten Zutaten. Und es geht los. Wir haben hier am besten mit einer Waage, man kann es auch mit einem Messbecher machen, wir machen es mit einer Waage. Da haben wir hier auf, sind wir hier gleich auf 0. Ja, und dann nehmen wir 100 Milliliter oder 100 Gramm, so in etwa, es ist jetzt nicht, geht jetzt nicht aufs Nanogramm genau, von dem Hydrolat aus Lindenblüten. Da muss man ein bisschen warten, weil die Waage sich ein bisschen verzögert, das anzeigt. Ja, also besser geht es ja gar nicht. Und es kommt jetzt, das ist der, das stellen wir mal, das ist nicht heiß die Platte, nicht ausflippen gleich bitte, Koffein hinzu. Da müssen wir ein bisschen feiner arbeiten, da machen wir hier das mit der Feinwaage. Und, achso, ja, ich bin nicht so mit diesem Feinwagen bewandert. Kann ich lange rumdrücken, ja. So, das kommt hier drauf. Dann machen wir wieder Tara. Sehr gut. Gut, das, da kommen 4 Gramm rein. Ja, ja, ich muss nur noch mal mich bestätigen lassen. Jetzt sieht man die Firma. Okay, machen wir es so. Also es gibt jetzt keine spezielle Firma, die wir hier, oder Produkt, was wir hier empfehlen. Wir machen das mal hier rein. Das sind 2,76, das sind, ja, sind wir schon bei 4 Gramm. Also wie gesagt, das muss jetzt nicht auf 0,1 Gramm stimmen. Das geht auch. Oder ist genehmigt? Ich krieg ein Nicken. Sehr gut. Das kommt jetzt in, zu dem Hydrolat hinzu. Und das wird jetzt erstmal, das machen wir wieder weg, mit einem, wir nehmen dafür einen Milchschäumer, das hat sich ganz gut bewährt, kann man natürlich auch einen Schneebesen oder sonst irgendwie was zum Verrühren nehmen und das wollen wir jetzt hier auflösen, das Koffein,
damit es schön gelöst ist und sich nicht mehr absetzt oder irgendwie, damit es keine Körner mehr sind, kein Pulver. Und dieser Milchschäumer, der ist wirklich dafür gut geeignet. Gibt es für ganz kleines Geld, ja, kann man sich mal kaufen dafür. Das schäumt übrigens auch schon interessanterweise, weil eben in den Lindenblüten auch schon Seifenanteile drin sind. Ja, das ist auch so ein Effekt, den man hier gut sieht, dass das schon ja, Shampoo-ähnlich ist, definitiv. So, das dürfte reichen, oder? Ja. Dann nehmen wir wieder die Waage. Weil jetzt kommt die Seife dazu, die Flüssigseife. Die kann man sich natürlich auch selber herstellen. Wir haben jetzt gekaufte genommen. Und ich denke mal, dass es auch in Ordnung ist. Ja. So. Jawohl. Dann nehmen wir auch, also 100 Hydrolat, 150 Seife. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Waage wieder verzögert. Ja. Es wäre halt jetzt schade, wenn man da jetzt zu viel und das Verhältnis nicht mehr stimmt. Da muss man dann wirklich ein bisschen aufpassen. Das kann man wieder von vorne anfangen. Weil die Seife kriegt man dann nicht mehr raus. Und es passt. Wunderbar. Und jetzt kommt noch das Panthenol dazu. Bekommt ihr auch alles online. Da haben wir jetzt eine Spritze verwendet mit 2 Millilitern. Wir brauchen insgesamt 4 Milliliter. Okay. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Da ist zu wenig drin. Da muss man es so machen. Halt doch. Jawohl. Ja, das ist aber schon ganz schön knapp. Ja. So, das sind 2 Milliliter. Panthenol ist, wie gesagt, auch in den teuren, könnt ihr mal raufschauen auf die Zutatenliste der teuren Shampoos, die dann gerne mal 7, 8 Euro kosten. Zu den Kosten kommen wir übrigens auch noch natürlich, wo 200 Milliliter dann 7, 8 Euro kosten. Und die auch wirken. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie nicht wirksam wäre, aber man kann sich es halt wirklich auch relativ einfach selber herstellen und man hat nicht diese ganzen Zusätze, die man vielleicht gar nicht haben möchte, die sonst so in Shampoos drin sind. Das muss man jetzt wieder schön vermischen, verrühren. Und es ist jetzt sicherlich nicht so zähflüssig wie ein Shampoo. Ja? Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man sich es auf den Kopf vielleicht träufelt, aber es ist wirklich durch die Seife natürlich, fühlt sich das auch nicht anders an, übrigens beim Haare waschen, es ist halt auch schaumig und duftet aber auch gut und wie gesagt, also mir sind die Haare nicht ausgefallen, sondern im Gegenteil, reicht schon, ja, also ihr seht, der Schaum entsteht natürlich jetzt, weil dann mehr noch, weil die Seifenlauge jetzt drin ist, die Seife, den kann man noch ein bisschen sich absetzen lassen. Und dann haben wir hier, wir nehmen einfach eine leere Saftflasche. Ja, man muss ja nicht dauernd irgendwelche Flaschen kaufen, die kann man ja wunderbar spülen und dafür verwenden. Einen wunderbaren Trichter, sonst gibt es hier wieder Unglücke. Und dann füllen wir das. Es duftet auch wirklich gut. Es duftet wirklich gut. Also nicht nur nach Seife. Ja. Und die ganzen Parfümstoffe sind natürlich auch nicht drin. Ui! Wenn ich meine Süße nicht hätte, ich würde die ganze Küche zerlegen. Genau richtig noch gesagt. Wunderbar. Ja, da müsst ihr ein bisschen warten, bis sich der Schaum, seht ihr ja hier, der wird immer weniger. Das müssen wir jetzt nicht abwarten. Können wir jetzt nicht noch weiter nachgießen. Das setzt sich ab und ihr könnt weiter nachgießen. Bitte? Ja, genau. Danke. Ich hatte ja gesagt, wir haben hier Lindenblüten, Hydrolat, also Wasserauszug.
Man kann es auch mit dem Birkenblätterhydrolat machen. Man streift einfach sich die Blätter von der Birke. Geht natürlich jetzt nicht, aber dann nächstes Jahr vielleicht dran denken, wenn die Bäume wieder Blätter haben. Und das hat die Eigenschaften, dieses Birkenblätterhydrolat fördert Durchblutung der Kopfhaut, lindert Entzündung der Haarwurzeln und fördert Haarwachstum, unterstützt Nährstoffaufnahme. Wie gesagt, das ist alles, sind alles Zutaten, die bekannt sind, die nicht neu sind, oder wir probieren hier was aus und finden es gut und ihr solltet es auch ausprobieren. Das ist alles tausendfach bewährt und es geht hier eher darum, nichts Neues zu erfinden, sondern dass man was Gekauftes oder Kaufbares auch wirklich selber herstellen kann, wie bei all unseren selber machen Videos, und den Vorteil hat, dass man weniger Zutaten hat, weniger schädliche oder zumindest unnütze Zutaten, wie zum Beispiel auch, dass das Shampoo so zäh ist. Ja, das hat ja auch irgendeinen Wirkstoff, der das macht, und das haben wir eben hier nicht drin. Und probiert es doch einfach mal aus. Es ist wirklich nicht schwer. Ihr seht es, wir machen das hier. Ja, da braucht man nicht länger als eine halbe Stunde maximal, ja, also wenn man es wirklich von Anfang an irgendwie sich vorbereitet. Und es macht einen Riesenspaß. Und jetzt noch, hatte ich ja versprochen, zu den Kosten, ja, ich bin gar nicht schlecht, oder? So vom Ablauf, ja, wir haben tatsächlich einen Ablaufplan. Also, Kosten 200 Milliliter Shampoo, jetzt hier über mit diesem Verfahren 100 Milliliter Flüssigseife, wir haben es echt ausgerechnet, sind ungefähr ca. 80 Cent. Dann 4 Gramm Koffein sind 15 Cent, also so ein Kilo war 15 Euro, ja, oder? Nee. 500 Gramm, 15 Euro, aber ihr braucht wirklich auch nur 4 Gramm für eine Flasche. 4 Milliliter Panthenol, 15 Cent. Und 100 Milliliter Hydrolat 0,0, wenn man jetzt nicht die Energie und die Küche, den Kücheninvestitionen und alles noch dazu zählt, dann sind wir ja irgendwo, aber dann sind wir bei 1,10 Euro, lass es 1,50 Euro sein, ja, was es nicht ist, außer ihr kauft wirklich teuer die Zutaten ein, lohnt sich. Und was ich noch sagen möchte, hier seht ihr, es wird hier immer weniger, da muss man ein bisschen warten, dann kann man nachgießen und dann hat man das. Es ist wirklich was anderes, ins Regal zu greifen oder der Werbung zu folgen, kauf das, und ich will das alles nicht in Grund und Boden reden und alles schlecht machen, aber es ist einfach was anderes, wenn ihr mit euren eigenen Händen Arbeit, Handwerk, wenn man so will, wirklich was herstellt und es selber benutzt, da ist auch eure Energie drin, ich meine es im Ernst, da ist eure Liebe auch drin, wenn ihr wirklich es gerne macht und auch den Sinn dahinter auch seht, ja, für euch. Also ich kann es nur empfehlen, ich kann auch die anderen selber machen Videos empfehlen. Ich setze unten nochmal den Verweis auf die Playliste und auf unserer Webseite, haben wir eine Netzseite, haben wir auch eine eigene Seite mit den selber machen Videos mit verschiedensten Pflege- und Kosmetikprodukten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eine Rückmeldung gebt, wenn ihr das mal probiert habt oder generell einen Kommentar schreibt, wie ihr das findet. Wir haben hier das Rad nicht neu erfunden, sondern nur einen Denkanstoß, dass man wirklich mehr Sachen selber machen kann, als man so gemeinhin denkt. So ging es mir zumindest, ja, dass ich echt erstaunt war. Also nur ganz kurz noch, ich rasiere mich mit selbstgemachter Rasiercreme. Ich putze meine Zähne mit Zahnpulver oder Zahncreme. Ich habe mein Mundwasser selber gemacht, das von meiner Süßen, alles nicht ich, sondern wirklich, muss ich schon dazu sagen, Deo. Also es gibt hier wirklich Mücken-Anti-Mücken-Creme, dann fürs Zahnfleisch mit Propolis. Also es gibt hier mannigfache Geschichten, die man selber machen kann. Wir werden da auch noch weitere Videos gerne produzieren für euch und wir freuen uns über jeden, der sich das anschaut und vielleicht einen positiven Effekt davon mitnimmt, dass er selber mal was macht. Danke euch, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.